Also meine Erwartung ist, dass sich die einzelnen Gemeinden und die Leute, die da drin wohnen, verständigen und sich untereinander eine Lösung aushandeln. Und das ist das Schöne an dieser Werkstatt, eine Lösung aushandeln, die allen Vorteile bringt und wahrscheinlich natürlich auch Nachteile, aber die dann eben ausgehandelt sind und nicht aufgesetzt von der Verwaltung. Dieser Prozess ist im Grunde zweistufig. In einer ersten Stufe bis Sommer diesen Jahres wird gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Kommunikation- und Partizipationskonzept erarbeitet und ab Sommer diesen Jahres dann umgesetzt. Also die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt Gelegenheit in Form von 4 Bürgerwerkstätten, heute war die erste, daran mitzuarbeiten, mitzuwirken, wie dieses Beteiligungskonzept ausschaut. Wir wollen, dass Bürgerbeteiligung auch Spaß macht und dass wir Orte schaffen, wo man sich begegnet und trifft, wo die Leute sich miteinander austauschen können, wo wir eine Atmosphäre schaffen, dass man wirklich auch sagen kann, was man denkt und auch konstruktiv die Konflikte zum Beispiel klärt und dabei zum Beispiel auch begehbaren Stadtplänen auch mal sich bewegen kann und dann über den Ort auch wieder die Probleme oder Herausforderungen bespricht. Also ich hoffe, dass da möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich einbringen können, dass sie ihre Meinungen sagen, ohne dass man danach, dass danach gesagt wird, man wurde nicht angehört und es wurde irgendjemand übergangen. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wie geht es den Kleingärtnern hier, wie geht es in der Erholungsanlage, was für Ängste sind vielleicht auch mit diesem neuen Vorhaben verbunden, denn so ist es nun mal, wenn etwas Neues kommt, wird sich die Welt verändern und wir wollen die Menschen mitnehmen auf dem Weg dorthin und natürlich auch ihre Idee von Veränderung mit einbinden. Also ich finde das ein sehr schönes Format. Ich habe große Hoffnungen da rein, dass wir wirklich auf die kritischen Punkte zu sprechen kommen. Ich denke, es gibt viele gute Ideen, die die Bürger einbringen können aus den gesamten Gebieten. Und ich finde es toll, wenn die wirklich berücksichtigt werden. Mir ist es halt vor allem wichtig, dass in die Beteiligung Kinder und Jugendliche mit eingebunden werden, weil gerade hier sieht man, niemand ist jünger als 20. Und das ist halt keine ausgewogene Meinungsbildung. Aus meiner Sicht ist für den Prozess wichtig, dass man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Dass alle Seiten aufeinander zugehen, ohne vorgefasste Urteile. Und dass man in diesem Prozess lernt zu akzeptieren, dass es nicht nur die eigenen Interessen gibt, sondern andere. Und dass letztendlich die Politik darüber entscheiden muss, wie wägt man diese Interessen gegeneinander ab. Und was wird dann letztendlich hier entstehen? Unsere Erwartungen an den Gesamtprozess sind eine bürgernahe Beteiligung im Prozess der vorbereitenden Untersuchung, dass alle Ängste, Nöte und Hoffnungen gleichermaßen gehört werden und gleichermaßen Beachtung finden. Die größte Erwartung, die ich an den heutigen Tag setze und die nächsten Bürgerwerkstätten, dass wir den Prozess gemeinsam gehen. Also dass es quasi nicht immer nur zu den Informationsveranstaltungen, sondern dass hier ein Prozess begonnen wird, der sich dann auch durchzieht von Anfang bis zum Ende und dass es dann quasi auch zu dem Bauprozess kommt, dass Stadtentwicklung wirklich passiert. Denn wenn eine Bürgerinitiative und eine Parteienkoalition gemeinsam ein Stadtquartier planen, dann gibt es Konflikte. Und diese Konflikte, die müssen... dafür muss es gute Regeln geben. Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen, ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Es geht hier um eine moderne Demokratie.